letztes Mal dazu gelernt. Diesmal werde ich keine Klappen mit 110 verwenden. Beim Start? Also wir haben 85er auf der Startbahn noch eine Runde auf dem Rad hier. Das 10 bis 15 Grad Klappen empfehlen. Oh, ja, ich habe 10 Grad das letzte Mal genommen und ich bin einfach mit der Kiste nicht in die Luft gekommen. Also ich komme damit besser in die Luft als ohne. Nee, ich habe einfach nicht Fahrt aufgenommen, das war das Komische. Bei mir ist es happy. Da musst du erstmal Boden halten, ne, weil es die Geschwindigkeit hat. Und dann im Bodeneffekt auch beschleunigen, Fahrwerk einfahren, dann steigen. Aber das weißt du doch. Ja. Ging ja, dann halt trotzdem nicht. Ich habe dann, ich habe es dann nochmal probiert mit mit 0% Klappen und da hat es einwandfrei funktioniert. Ah, das ist Pu bestimmt, oder? Der rollt. Was? Das ist bestimmt Pu, der sich gerade dazu stellt. Ja, die Bomber werden jetzt gleich starten. Kommt schon mal, sammelt euch bitte jetzt schon mal alle Jäger und dann möglichst schnell auf die Startbahn, dass wir auch in die Luft kommen. Okay, Cassius, get ready for takeoff. Cassius, ready. Ready. Are you turning up the engines? Yep. Okay. We are ready. Okay, Hanseat is rolling. Henry is rolling. Sehr gut, wie time. Ich. Du könnt an mir vorbeirollen, die gelbe 2 wartet noch. Solo. Ich lasse mal etwas Abstand mit meiner 110. Also ich geh gleich eine lange Lisa dann. Die schwarze 2 wartet auch noch. So, 110 rollt. Okay, das war die letzte 2 Mod, gell? Wenn jetzt dann 3 vorbei ist. Ja, rote 6 rollt mal auf die Startbahn. Du hast dein Fahrwerk noch nicht aus, Andrea? Ja, ich hab's gerade gemerkt, meine Taste geht irgendwie nicht. Ich hab's gerade im Koppel geklickt jetzt. Komm, ihr rollt jetzt alle bitte auf die Startbahn. Solo. Rot 6, lass nochmal den Weiß 2 nochmal vorbei, wenn's geht. Warte, ich roll nochmal ein Stück vor. Torwald. Lass erstmal die, Also die letzten dritte, zwei auch noch zu hängen, aber ordentlich in der Luft. Hier. Passt mal auf. Ich komm jetzt zu dir, ich bin auf deiner rechten Seite. Passt dick in der Luft. Also soll die Drillstaffel Nummer 2 machen, oder was? Bitte? Hallo, bist du das hier? Mal dann. Ja, bin ich. Alles klar, ich oder? Drängel mich mal kurz vor. Ja, okay, mach. Hallo, wo stehst du? Der steht hinter mir. Jetzt. Achtung, schwarze 2 muss hier durch. Ich bin jetzt am Schluss von der Piste. Das ist mit dem long left turn around the airfield to wait for the fighter. Bei sowas bitte. Muss nicht jeder erzählen, wo er steht gerade. Wo stehst du denn, Luis? Da, wo ich hingehöre. 129 airborne behind main group. Helle Paradies. Victor, we'll wait at the left turn. Okay. Okay, hinten rollen noch, sind noch vier Maschinen, gell, die immer noch drauf rollen. Rotlebanus, letzte Rotte. Wobei, wer hatte sich jetzt erbarmt für Jägerführung? Mache ich. War durch. Sehr gut. Gibt gleich noch Anweisungen, sobald wir in der Luft sind. Ja. Der Aufteilung. Ihr steht vor mir, ne? Ja. Wenn man mit den 88ern Informationen fliegt, nur 10 kommt man sich so übermotorisiert vor. Aber wir sind noch nicht besonders schnell. Ja, das ist so, als würde man als, Kennzeichnung. Als Delfin in seiner Blauwalflotte. Okay, alle soweit bereit? Moment. Die rote 6 müsste noch ein bisschen aufschließen. Trimmung, Cockpithauben zu. Hauben zu. Ich will noch kurz einen Track aufnehmen, dann. Gib ich Bescheid, dann bin ich auch startbereit. Ich bin letzte Rotte, wir werden dann gleich startbereit. Kleinen Moment. Wird gerade gut passen, ich mach mal gerade wieder rüber hier. Ja, wenn ihr mal in eure 6 schaut, da ist eine schöne Bomberformation. Was für ein Bomber? Ja. Ach du Scheiße, das sind
Dennis! Nein! Signal das wär's Munition. Jetzt, ja. Alarmstart! Ja. Dass ich gerade die letzte Lung bin. Bordelebahnstart bereit. Okay, Achtung! Schwarzer startet rechts. Schwarze 2 startet links. Gelb 7 startet rechts. Weiß 2 startet links. Rot 5 rechts. Brava, Rot ist 6 links. Rote 3 jawohl. Rechts. Gelbe 4 links. Du, wir gehen weiße 5 rechts. Hallo. Weiße 8 links. Ja, wenn die Spitties angreifen, dann eine relativ hohe Aggressivität an den Tag zu legen. Auf Attack werden die das auch machen. Also nicht mehr im Hilft da schreien und idealerweise einfach dranhängen und runterfließen. Oder den Chat spammen, damit alles voll ist und sie nichts mehr sehen. Du musst auf jeden Fall dieses Geräusch machen. Krass, wir level below the clouds dann. Unter den Wolken, ja, das wird richtig eklig. Naja, aber die Wolken jetzt, oder? Ja, aber ja, die wird nicht überall so. Also Südpol bleibt mir. Ja, dann fliegen wir in den Wolken. Super. Geil. Ja, das sind natürlich überall Wolken. Ja, ich fliege da hoch. Ihr könnt euch in die Wolken verstecken und dann kommt ihr runter, wenn es spannend wird. Wir können uns natürlich in den Wolken verstecken, dann fällt das gar nicht auf, ne? Wir hören schon mal wieder auf die Wolken. Ja. So, da vorne ist schon lit, okay. Noch, ich sag mal, noch 5 Minuten bis zum Wendepunkt. Naja, das sieht doch wirklich richtig leer aus, ne? So, wolkentechnisch. Ja. Ja, wir drei hier vorne machen uns ja wirklich. Da ist wahrscheinlich T-Rock noch dabei, ne? Wer ist denn die Maschine ohne Kennung? Hinter Hanseat? Das könnte die Rock sein. Ah ja. Naja, genau, links von der Führungsmaschine, ne? Ja. Jack und Moritz, eure Position war vorne links oben. Ja. Sind wir auch, ja? Moment mal, wen habe ich denn dann hier vorne rechts bei mir? Das ist King. Ich glaube, es ist jetzt zu niedrig. Du seid ja auch in der Höhenjagd. Nee, wir sind in der vorne rechts der Bomber. Oh, gut, okay. Dann gehen wir noch ein Stück höher. Durch diese braune Gasse müssen sie rollen. Genau. Plan ist weiterhin Lisa nach Abwurf. Ja, genau. So. Ja, über Lisa auf Ostkurs dann. Die Jäger bleiben während dem Angriff oben oder was? Ja, so wie die Bomber auch. Der Golfplatz ist kein strategisches Ziel, oder? Ja, wir können auch wechseln, doch. Vielleicht schafft der Hole in One. Die Kleinen auf möglichst viele Löcher verteilen. Hatte Green aufgerissen. Genau, und schaffen, dass er dann nachher drin drinstecken, ne? Mal gucken, wir haben ganz leichten Gegenwind, aber das sollte passen. Einbrecher vorne rechts. Hat da eigentlich einer, also nee, passt ja, der Platz ist noch aktiv, gell, wenn sie da starten. Zwei Kontakte in der 3 Uhr der Bomber weit. Hallo. Flugzeugführer. 44. Nein, wird gemeldet. Aber unterhalb wahrscheinlich. Karajas Ding wahrscheinlich dann. Ja. Ja, Hals in meinem Auge, Yellow, wenn du, Gott, war das. Ja, der 3 Uhr, das könnten wir sein. Wir haben gerade einen Schwenker über Rolf gemacht und ist wieder dran. Alles klar, fliegt hintereinander hier. Ungefähr. 1909 fliegt 6 Kilometer oder so. Bomber. Ja, richtig. Hier sind wir. Alles klar, okay. Hier ist alles gut. Gut, auch passen, aber ist gut so. Na, wann kommen die Bomben? Oh, 60 Grad dauert noch ein bisschen. Dauert es noch, gell, ja. Slim Papa Show. Ich würde sagen, nur Augen auf die Bomber, weil ich möchte unbedingt sehen, wie die rauskommen dann. So, guck mal, die Rock meldet. Wird doch keiner drin, wa? So, 50 Grad. Ja, ich sehe die Blender da abfliegen, über dem Bodenziel, mit dem einzelnen, bei dem Golfplatz, direkt an der Küste. Alle runter, macht sie platt. Merkt ja mal den Kurs, kannst ja vielleicht später noch. 40, jetzt müssten sie gleich fallen eigentlich.
sind jetzt relativ flach und schnell. Ja, Bomben sind raus, bei uns ja. Sehr gut. Nächste Maschine raus, ja, jetzt kommt die. D-Rock hat irgendwie, glaube ich, einen zu hohen Intervall, da kommen die ganz verzögert raus. Ach, ja, sieht mal gut aus, trotzdem. Hey, du willst erst noch kurz halten, oder? Auf die Einschläge, ne? Oh, genau. Ne, jetzt ist Wolke davor. Warte mal. Ne, doch, das klappt, warte mal. Kleinen Moment noch, bis wir drehen. Okay, ich habe Bomben jetzt im Sturzflug abgeworfen. Oh ja, Einschläge, sieht gut aus. Passt ein bisschen kurz. Oh, die nächsten Ketten sitzen wieder sehr gut. Das ja, startet mich Spitfire jetzt gerade in die Bomben rein. Oh, da startet was. Spitfire, wir Spitfire, ja. Ja, was wir machen können, wir können uns aufteilen, wenn ihr wollt. Ja, Hordo. Ja, Hordo. Sehr schön. Hordo. Henry, das war deine Salve, oder? Kann das sein? News, ja. Die Spitty hat's, glaube ich, in den Bomben zerlegt. Der ist nämlich genau durch die Bombenserie durchgestartet. Ja, die Spitty liegt auf dem Platz in Einzelteilen. Achtung, über Lisa, die Bomber drehen über Lisa. Ja, genau. Wir halten die Höhe und drehen über Lisa. Wie ist denn die Stimmung bei den Jägern? Ich bräuchte hier oben eigentlich nur zwei weitere Rotten. Der Rest könnte gern, wenn er denn Lust hat, unten die Spitfires angehen. Aber nur nach eigenen, also wenn ihr eben was daran habt. Geil, ja, wie gesagt, der Anflug war richtig geil. Da waren wir alle auf Position, schöne Höhe, super. Ja. Jetzt sieht es mir aus, wenn keine Feinde herum sind. Ja. Die uns lieber so durcheinander bringen würden, ne? Ich saug mich gerade hier an eine Rotte Supermarine BF 109 ran. Sie müssen weg, BF 109. Habe ich ausgefunden. Wo die Eskorte ist. Du warst in deiner hohen 6er aber auch noch eine Rotte, Karaja. Nein. Wenn ich die nicht sehen kann, können die mich auch nicht sehen. So läuft es. Ich hab das bei mir. Schon in der Schule gelernt. Ja, stimmt. Das Karaja, ja öfters Kontakt 11 Uhr. Wir schauen uns den mal an. Ich hab da eine Peilung in die Richtung. Mein Kader, gerät sich. 0 für 12. Welche Höhe, Ketz? 35. Eine Meldung bitte. 32. 35. Ich hab Kontakt 0 für 12. Ungefähr nördlich von, Feindjäger. Ja, ich sehe euch. Ihr geht ja zu zwei Rotten gehen da drauf, oder? Sehe ich das gerade richtig? Ja, ist eine Spitty, die gerade steigt hier. Oh, da kommen 1, 2, 3. Wer ist die andere Rotte, die da drauf geht? Rotte Gelb 7. Victor, melden sowas bitte. Nicht alle dann nur auf eigenen Scheißkontakt. Wir waren sind nur eine Rotte und mich und eben, die da rangehen. Und wer ist die dritte Rotte, die da jetzt drauf geht? Das ist ein Wahnsinn. Ganz drauf. Draufgegeben. Hat 20er geschluckt. Hier rein. Oh, Wahnsinn, jetzt kommen alle 109er hier. Ja, raus. Ja, komisch. Ich werde all den Rottenführern legen. Escort-Abzeichen. Die werden alle runtergestuft zum. Was ist denn das Escort-Abzeichen? Ja, das ist das mit dem Schutzschild-Symbol. Ne, das mit dem Seepferdchen, oder? Ja. Ja. Ich komme hinten ran. Vorsicht, die 109 wegsteigt. Die will doch nichts. Komm hinter dir. Weg ist Pilot Kill. Ah, verdammt. Warum ich habe mit Kanonen auf Spatzen. Ich hab doch gesagt, der ist gleich tot. Nein, Blenheim, ich am Strand hier bei Simpne, die geh ich mal an. Mach das. Ist Nagelpuss! Lass ihn wegkommen. Oh, der wird uns bei der Landung erwischen. Oh. Kommt ihr mit der Clark hin? Ja, ja. Und Ketz gehst du auch drauf, oder? Siehst negativ. Nicht? Okay. Oh, hier hat es sich doch flack. Was? Ich bin ja der Meinung, wer zuerst die darf behalten, das galt ja vorhin. Naja, ich will. Ist ja auch ist eine sehr noble Einstellung. Oh nein! Da ist er! Ich komm rein! Alles meins! Och. Oh, nicht Ria. Oh, King! Nein, ich hab ihn nicht getroffen. Ja, du hast ihn nicht getroffen. Ja, ja. Ich hab ihn nicht getroffen. Das. Ich hab ihn nicht getroffen! Ja. Gottlieb Bahn und dann ist die getroffen. Doch, ich habe ihn mit meinen Waffen getroffen. Oh, das hat zur Strafe hat das ein paar MG-Treffer von mir auch noch gekostet für den King. Sind noch nicht, ich zähle noch nicht alle Bomber unten, oder? Doch. Also ich bin unten. Ja, Lokaraya fehlt noch. Ich liege da am Waldrand. Okay. Eine ist noch, aber am Kurven, oder ist Karaja am Platz? Ja, ich bin direkt über dem Platz. Okay, kann gleich landen.
Ja, dann gehen jetzt auch die Jäger, gehen jetzt nach eigenem Ermessen auch landen. Und dann machen wir Pause und dann sagt Lebano, was ab als nächstes. Können wir dann alle noch ein Eis essen? Hast du Butterbrote gemacht, Dewey? Nein, aber ich hätte Gummibärchen. Ich geh mal kurz ab, ne? Die 109 hier am Platz, bitte nicht zu sehr rollen. Wieso den? Ach dort! Ah, ich geb mal Gas. So. Gott, ich hab genau den Hügel erwischt. Ich hab ihn gefunden, er gehört mir. Oh, dann nicht bei der 110 landen. So, ich hole mal hier aus dem Weg. Volle Gans. I recorded that. Recorded.